Der Beiersdorf-Konzern hat an seinem Stammsitz in Eimsbüttel ein neues Hauptgebäude in Betrieb genommen. Dort investierte das Unternehmen etwa 250 Millionen Euro. Das neue Hauptgebäude verbindet zwei Standorte. In 6 Jahren Bauzeit entstanden fast 3.200 neue Arbeitsmöglichkeiten. Der Beiersdorf-Campus verbindet nicht nur räumlich die bisherigen Komplexe, so soll auch die Zusammenarbeit der Beschäftigten verbessert werden. Wir sehen die Leute in der Kantine, wir sehen Leute in unseren Räumen und das gibt ein neues Gefühl. Das gibt wirklich Modernität, Flexibilität, Zufriedenheit. Das macht ein tolles Eindruck und meine Kollegen und ich, wir sind zufrieden mit dieser Erweiterung, dieser große Änderung unserer Arbeitsstile. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können jetzt täglich neu entscheiden, wo sie jeweils arbeiten wollen. Beiersdorf hat mit Marken wie Nivea, Tesa und Labello im vergangenen Jahr fast 1,2 Milliarden Euro Gewinn vor Steuern gemacht.